Als allererstes. Oh mein Gott! Nein. Es ist mir alles angebrannt. Bin dem Bernardina an. Wehe, die verarschen mich. Wir sind wieder in meiner Küche. Also ich finde, es ist mal wieder Zeit für neue TikTok-Trends. Und genau deshalb bin ich auch in meiner Küche, weil wir neue TikTok-Trends nachmachen, versuchen. Ich freue mich. Das hat ein bisschen was mit Essen zu tun, es sind aber auch noch andere Dinge dabei. Ich guck mal, wie weit wir heute kommen. Als allererstes habe ich eine Wespe in meiner Wohnung. Nein, mit ihr jetzt. Du musst raus hier. Lass mein Frühstück in Ruhe. Ab raus hier. Wo ist sie denn jetzt hin? Nein, ihr nicht, Kinder. Also, als allererstes habe ich dieses Video hier gesehen. Da nimmt man praktisch ein T-Shirt und macht das in so eine Tüte rein mit Essig, Backpulver und Salz. Und dann soll das wohl sich färben. Jetzt ist die Bitch hier, ich kotze ab. Also, ich habe schon mal vorbereitet. Wir brauchen Essig, Backpulver, Salz, ein T-Shirt und eine Tüte. Und ich hoffe, es passt rein. Man stecke das T-Shirt in die Tüte. Einfach so reinkrumpeln. Dann macht man Essig oder erst Salz, egal. Erstmal Salz. Backpulver, machen wir jetzt einfach so eine ganze Tüte rein. Und jetzt Essig. Ich weiß auch nicht wie viel. Oh mein Gott. Kann mir das eigentlich explodieren hier? Ah, kriegt man den Gestank eigentlich jemals wieder aus dem T-Shirt raus? Oh mein Gott, Leute, das pustet sich auf. Oh mein Gott, das wurde immer dicker und immer fester. Ich wette, das platzt dann. Ich wette, das ist einfach nur ein dummer Scherz. Also, ich bringe das jetzt runter in den Hof. Und ich habe hier das Fenster offen. Wenn es knallt, dann hören wir das auf jeden Fall. So, man soll das Ganze jetzt irgendwie über Nacht draußen lassen. Und dann am nächsten Tag soll das angeblich so einen Bartik-Look haben. Als nächstes habe ich was ganz Ekliges. Zumindest sieht es eklig aus. Da kann man praktisch aus einer Melone rohen Fisch machen. Also es soll wohl schmecken wie Sushi. Und die Konsistenz sieht wohl auch so aus. So, wir schneiden erstmal dieses Baby hier auf. Das kommt jetzt hier rein. Dann kommt da Sojasauce dazu. Dann kommt das Sesamöl dazu und dann normalerweise kommen da noch so Sesamkerne, aber ich habe keine gefunden, also habe ich einfach Salatkerne genommen. Die kann ich dann nachher auch noch immer nutzen. Oder? Die müssen doch jetzt schon da rein, oder? So, jetzt marinieren wir das schön hier. Ich weiß nicht, naja gut. So, jetzt kommen wir hier rein. Und jetzt kommt es eine Stunde lang bei 175 Grad in den Ofen. Eine Stunde. Und dann soll das aussehen wie Sushi. Thunfisch oder so. Alexa, setz einen Timer auf eine Stunde. Eine Stunde, ab jetzt. So, als nächstes, wir haben ja die Wassermelone schon da, schneiden wir uns ein kleines bisschen Wassermelone. Und dann soll man einfach nur Zimt auf die Wassermelone machen und es soll so geil schmecken. Also Wassermelone mit Zimt. Wehe, die verarschen mich. Okay, ja, es schmeckt halt nach Wassermelone mit Zimt. Jetzt irgendwie, so wie sie es gesagt hat, für mich jetzt kein Game Changer. Ein bisschen mehr. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das Pancake Müsli. Ein Pancake Müsli. Das Gute ist, ich mache ja aktuell die Offset-Diät und da gibt es eben auch Pancakes nach deren Art, die man machen kann. Normalerweise bräuchte man da den Vanille-Flavor. Ich habe nur Erdbeer und Schoko, aber macht nichts. Ich nutze einfach den Erdbeer oder am besten den Schoko-Flavor dazu. Dann haben wir halt dunkle Pancakes. Und machen wir da ein Pancake-Müsli draus. Und zwar, als erstes mischen wir mal den Teig zusammen. 20 Gramm Pretty Little Meal Vanilla Beach. Habe ich nicht, also nehme ich Schoko.
20. 60 Milliliter Milch. Das muss reichen. 4 Gramm Backpulver. Das zeigt es nicht an, ne? Aber wenn da 20 drin sind, kann 4 ja nicht so arg viel sein. Ah, 3 zeigt es mir jetzt an. Okay, ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Ein Ei. 75 Gramm Naturjoghurt. Geht klar. 49 Gramm Dinkelmehl, aber ich habe kein Dinkelmehl. Und 35 Milliliter Wasser. So, keine Ahnung, wie viel 35 Milliliter sind. Ich habe es jetzt einfach nur mal abgeschätzt. So ein Schluck halt. Und jetzt mixen wir das Ganze. Ich habe mir hier so ein bisschen Vanilleextrakt geholt, weil ich schätze mal, soll auch so ein bisschen vanillig schmecken. Ich mache davon einfach ein bisschen rein und habe ich den Vanillegeschmack auch drin. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Mach Platz, meine Schuhe sind da. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich zeige euch ganz am Ende das Outfit dazu. Oh, das ist wichtig. Hallo. Ah. Okay. Oh, okay. Vielen, vielen Dank. Ciao. So. Also, ich mache jetzt diese Masse hier rein. Ah, das kann nicht gut gehen. Das knickt mir weg. Wetten? Das meine ich. Ich brauche 2 Hände dafür. Ich habe es jetzt da unten erstmal abgeklemmt. Bin dem Bernardina an, dass ich dich umarmen kann. Er schaut mich so böse an, als wäre ich sein Feind. Schöne Sauerei. Geil. Ah, oh mein Gott, nein. Oh nein. Okay, ich warte mal. Oh, heiß! Aha, jetzt. Die kleben alle zusammen. So, das reicht erstmal fürs Experiment. So, wenn die jetzt so sind, ne, dann muss ich die jetzt nochmal in die Pfanne machen und ein bisschen Butter anschwenken. So, dann kommen die in die Schüssel. Und dann natürlich ganz traditionell den Maple Syrup. Den habe ich sogar original aus Kanada. Oh mein Gott, ich esse nur noch Pfannkuchen. Mmh. Oh, lecker. Oh, mit dem Sirup richtig geil, Leute. Oh mein Gott. Wir erinnern uns an die Wassermelone, die eine Stunde lang im Ofen war. Es ist mir alles angebrannt und es sieht... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Konsistenz richtig eklig und ich muss schon fast würgen, wenn ich nur dran denke. Oh. Nein. Sorry, das esse ich nicht. Ich werde es nicht essen, mir egal. Auch wenn ich nur an die Konsistenz denke. That's it. Ja, meine Schuhe sind zwischenzeitlich gekommen. Ich habe gesagt, ich zeige euch das Outfit am Ende. Ich nehme euch da aber mit runter in den Hof, weil ich nämlich jetzt die Wassermelone mitnehme, damit die Hunde auch was davon haben. Euer Frauchen, die macht Sachen. Ciao, ciao. Also da hat sich bis jetzt nichts getan.
kann mir auch nicht vorstellen, dass das über Nacht noch irgendwas wird. Sonst würde man wahrscheinlich schon ein bisschen was sehen, aber da ist gar nichts. Aber ich werde morgen früh nachgucken und ich werde es euch natürlich sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich gehe ganz stark nicht davon aus. Nope. Also habe ich mir mein T-Shirt versaut. Schön. Ja. So, das war's. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Sonne genießen und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ganz wichtig. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder in meinem nächsten Video mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Yeah.